Dum. Galaxy! Los geht's! Bienen Luigi. Im ersten Teil von Galaxy hat man da schon Luigi freigeschaltet. Ich glaube, wenn man es mit Mario durchgespielt hat, komplett, dann hat man Luigi bekommen und der war rutschig, ne? Irgendwie hat er so am Boden dahin geschlittert und mit dem war es deswegen nochmal echt schwerer. Ich glaube, im ersten war das so, ne? Oh nein, bitte keine Bewegungssteuerung. Doch, ich weiß schon, den kleinen Funöfel, ne? Hilft nix. Da habe ich beim ersten Mal gedacht, man könnte sich hier einen Charakter aussuchen und fand es voll cool. Aber leider ist es nur ein Symbol. Okay. Ach so, es gab einmal einen Kometen. Der war so groß, dass er den Himmel über dem Pilzkönigreich füllte. Von diesem Kometen, der bloß einmal in 100 Jahren auftauchte, regneten zahlreiche Sternschnuppen auf die Erde. Die Sternschnuppen wurden von den Toads ins Schloss gebracht und wurden zu einem großen Powerstern. Das hätte Anlass zu großer Freude im Pilzkönigreich sein können. Es war die Nacht des Sternenstaubfestes, welches einmal in 100 Jahren stattfindet und dann Segen der Sterne feiert. Den Segen der Sterne feiert. Das macht mehr Sinn. Doch dann wurde der Mond plötzlich zu Peach. Oh, Sprachausgabe. Sie möchte uns was geben, na dann. Irgendwie widerlegt Toadette doch die Behauptung, der Pilz auf dem Kopf wäre ein Hut. Wer sagt denn das? Wird das mal offiziell in dem Spiel gesagt? Für mich war das immer der Kopf. Richtig so. Also Kopf. Man sieht doch nie einen Toad ohne Hut. Nein. Das ist der Kopf. Ich glaube, darunter ist Gehirn. Steuert sich jetzt schon besser, aber jetzt fehlt mir der Hechtsprung wieder, den ich halt jetzt in Sunshine benutzt habe, um voranzukommen. Aber das fühlt sich gleich viel besser an irgendwie. Es ist ein bisschen langsamer irgendwie, ein bisschen träger und dadurch aber genauer. Eben wie der 64-Teil, aber ein bisschen exakter. Perfekt. Sehr gut. Das hat der Producer von Captain Toad Treasure Tracker mal in einem Interview gesagt. Nein, also kann schon sein, aber das glaube ich ihm nicht. Wenn das nicht Miyamoto persönlich sagt, dann halte ich das für ein Gerücht. Drama. Ich meine, theoretisch könnte Toadette auch nur einen Hut mit zwei so Zopfbommeln dran aufhaben. Das würde ja gehen. Prinzessin Peach. Guck mal, die Toads haben Mäntel an. Das sind die Palastwachen. Prinzessin Peach sollte sich echt mal vielleicht irgendwie...
Weiß ja auch nicht. Vielleicht Söldner oder sowas zulegen. Ich meine, Toads haben ihre Vorteile und so, aber sie sind nicht die besten Kämpfer, wenn Bowser mal kommt. Mit seinem UFO. Ist jetzt echt eine Umgewöhnung, ne? Aber es ist schon, es fühlt sich besser an jetzt schon. Aber anders wieder. Hallo Tiger, wie geht's? Tiger. Oh, warte mal kurz. Ich muss schnell den Spieltitel verändern. Wir sind jetzt gar nicht mehr bei Sunshine. So, da. Okay, Bowser hat jetzt ein UFO, schön und gut, aber warum können seine komischen Holzschiffe mit Propeller im Weltall fliegen? Ich frage ihn nur. So viel Drama und so viel Action. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Verrückt. Ich verstehe eigentlich auch nicht, warum die New Super Mario Bros. Teile so erfolgreich sind. Das Gameplay fühlt sich nicht so gut an wie bei Galaxy oder 64. Ja, ich meine, das sind halt andere Reihen. Also, die 3D-Marios sind ja eigentlich eine ganz andere Reihe als die 2D-Marios. Und die New Super Mario Bros. Sind ja eher Nachfolger von Super Mario Bros. 1, 2, 3 und Super Mario World. Aber nicht wirklich Nachfolger von 64, Sunshine, Galaxy 1 und 2 und Odyssey. Das wird, also ich trenne das schon irgendwie als zwei ganz verschiedene Reihen im Grunde voneinander. 3D World ist im Grunde, finde ich, so ein neuer Sprössling, so ein neues, so ein 2.5D-Spiel, so ein ganz, so eine ganz neue Reihe. Die ist ja, glaube ich, ursprünglich auf dem 3DS entstanden. Es sind auch coole Spiele, aber ja. Halt auch keine 3D-Spiele, keine 3D-Marios. Bist du wach? Dann lass uns spielen. Na super. Tada. Naja, aber selbst da fühlt sich Super Mario World besser an. Das finde ich auch. Super Mario World war, was das Feeling angeht, schon ziemlich perfekt. Und da Super Mario Bros. 3 auch schon, finde ich. Die beiden nehmen sich da nicht viel. Und die, finde ich auch, fühlen sich besser an wie 3D World. Das würde ich auch so sagen. Vielleicht ist es auch ein bisschen Geschmackssache, ich weiß es nicht. Aber gib mir auch so. Ich habe eine Big Box mit Might and Magic 6, die aussieht, als hätte man sie gerade aus der Plastikfolie geholt. Das ist cool. Das ist ein gutes Spiel. Also die Might and Magic Spiele sind schon alle ziemlich cool. Aber
Ich weiß nicht, ob man die heute noch besonders gut ohne Nostalgie spielen kann. Der sechste Teil hat jetzt auch schon sehr viele Jahre auf dem Buckel. Buckel. Ich glaube, du musst dir das, wenn du das gar nicht kennst, so ein bisschen wie Ur-Ur-Ur-Skyrim vorstellen. Ich glaube, damit kann man vielleicht so ungefähr was anfangen. Oder es ist Heroes of Might and Magic. Dann wäre es nochmal ganz was anderes. Aber wahrscheinlich nicht. Weil da wäre der sechste noch nicht so alt. Okay. Spielen wir fangen. Wenn du uns alle fängst, sagen wir dir, wo du hier bist. Mein Lieblings-3D-Mario ist Mario Galaxy 2. Meins auch, wobei ich sagen muss, Odyssey hat das eventuell abgelöst. Da müssen vielleicht noch ein paar Jahre vergehen, dass ich das unvoreingenommen vergleichen kann, ohne Nostalgie oder so. Habe ja Galaxy mit der All-Star Collection zum ersten Mal gespielt. Ah, und brauchte gerade am Anfang echt eine Weile, mich an die ständigen Perspektivwechsel zu gewöhnen. Ja, ich weiß schon, weil das war halt ursprünglich ein Spiel für die Wii. Deswegen konnte man da die Kamera nicht so gut bewegen, weil man keinen zweiten 3D-Stick hatte. Deswegen haben die das so gelöst, dass man eigentlich immer eine automatische Kamera hat und die nicht wirklich, glaube ich, überhaupt kontrollieren kann, ne? Und das ist mit einem klassischen Controller schon weird. Das kann ich mir vorstellen. Da bin ich gespannt, wie oft mir das noch passiert, dass ich die Kamera drehen will. Was gar nicht geht. Ist gut gealtert. Na dann, das ist cool. Hallo, Lens Good Bird Rider Sister. Na gut, dann suchen wir die Hasen. Das ist nur eine Münze, oder? Ja, okay. Ja, da war ein Hase. Oh, und da sterbe ich, wenn ich da reinfalle. Was? Ach, erwischt. Ich hätte mich in der Röhre verstecken sollen. Ach, erwischt. Ah, ich hätte mich im hohen Gras verstecken sollen. Im hohen Gras. Wo ist denn hier auf dem Planeten hohes Gras? Meinen die Blumenwiesen damit? Oder die Büschel hier? Ich meine, das sind hohe Grashalme. Muss man schon sagen. Aha. Es ist schon ein bisschen verspult jetzt so über Kopf spielen teilweise. Oder so schräg. Aber es funktioniert ganz gut. Ja, ich müsste Galaxy 2 und Odyssey mal relativ zeitnah nebeneinander spielen, dass ich das wirklich sagen kann. Weil ich finde beide wirklich sehr, sehr gut. Deswegen weiß ich es gar nicht. Jemand wie du kann unserer Mama bestimmt helfen. Rosalinas erster Auftritt. Ich habe dich von diesem Sternentor aus beobachtet. Mein Name ist Rosalina und ich betrachte die Sterne. Und den dir kostbaren Menschen zurückzubekommen, brauchst du die Kraft, von Stern zu Stern zu reisen. Ich leihe dir das Sternkind Luma. Hi, Desert Railgun, hallo. Luma-Fäuste aktiviert.
Die Drehattacke. Schüttel irgendwas oder drück Y. Ich drück lieber Y. Das ist nett, danke. Genau wie du sind auch wir von einer Katastrophe heimgesucht worden. Rette bitte zusammen mit Luma unsere Freunde, unserem Freund den großen Stern. Mögen die Sterne mit dir sein. Und jetzt geht sie zu Smash Brothers. Jetzt geht sie zu Smash Brothers. Nein, Luma ist ja gar nicht bei ihr, ne? Kann ja gar nicht sein. Vielleicht dann Mario Kart. Wenn es aussieht, als könnte man es zerbrechen, dann schüttel Dingsy Bumsy. Oder drück Y. Ein Sternenring, Abschussrampe. Ja, ja, ich weiß doch, kleiner dicker Stern. Möge das Glück auf deiner Seite sein. Spielt Galaxy etwa vor Super Mario World? Was? Weiß ich nicht. Denn da hat er die Drehattacke schon von Anfang an. Ja dann, wahrscheinlich, ne? Interessant. Ich habe schon auf dich gewartet. Und einen Sternenring hatte ich auch schon für dich vorbereitet. Aber der ist von dem Meteoriten getroffen worden und in lauter kleine Stücke zerbrochen. So kannst du nicht abfliegen. Wo sind die ganzen Splitter? Such sie, aber pass auf, wo du hintrittst. Doch, das ist jetzt schon. Das gefällt mir jetzt schon um Welten besser als Mario Sunshine. Wirklich. Mario Galaxy ist schon einfach immer noch gut. Und wenn ich jetzt dran denke, wie viel Abwechslungsreichtum und wie viel coole Ideen da noch drin stecken, das ist echt cool. Aber ich bin mir nicht sicher, also wahrscheinlich verwechsel ich hier sehr viel Mario Galaxy 1 mit 2, aber der erste war spielerisch genauso gut, nur inhaltlich noch nicht so umfangreich wie der zweite. Hol mich hier raus. Der Feind muss den Schlüssel haben. Schüttel den Stick und so weiter. Nice. Und jetzt verwandelt er sich in eine Abschussrampe, ne? Warum hat es der andere nicht gemacht vorher eigentlich? Naja, gut. Könntest du auch meinem Freund aus der Festung retten? Ich verwandle mich in einen Sternring. Steig auf und presch nach vorne. Verwandlung! Okay, retten wir den auch noch. Wow. Achso. Beeilung! Hier drin sind noch Feinde von uns. Oder Freunde? Irgendwas mit F ist dann drin noch. Auf jeden Fall. Wir haben schon auf dich gewartet. Das ist der große Stern. Oder einer. Er ist ein Freund von uns. Sie verwenden die Kraft des großen Sterns, um mit dieser Maschine irgendetwas herzustellen. Wenn wir uns nichts unternehmen, wird die Energie komplett abgesaugt werden. Der große Stern verblasst. Halte irgendwie diese Maschine auf. Betätige die Fußschalter am Boden. Ja, mach ich.
Ah! Da 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 da! Mir ist das damals gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, direkt im Vergleich, merke ich auch so, dass Mario Galaxy simpler ist, so ein bisschen. Sowohl als Mario Sunshine, aber auch wie Mario 64 so ein bisschen. Und das ist ziemlich genial. Also das ist so simpel genial. So das Mario 3D-Mario-Konzept auf den Punkt gebracht. Der Kern. Ohne Schnickschnack. Ist ziemlich super. Eigentlich witzig, oder? Dass Mario 64, in Mario 64 war die freie Kamerakontrolle, relativ freie Kamerakontrolle, noch super innovativ quasi. Da war das noch voll crazy. Und jetzt in Mario Galaxy, weiß ich nicht, 10 Jahre später oder so, haben die genau das wieder rausgenommen. Cool. Metatron, vielen Dank fürs Abo an alle verschenken. Voll cool. Voll nett von dir. Neues. Und dafür gibt es einen neuen Emoji. Und zwar K-Pop Victory. Wirklich, das ist Victory? Ich dachte, das ist Peace. Was ist denn da der Unterschied? Naja. Was hat denn der Katka gekommen? K-Pop Chia. Ah ja. Ich erkenne nicht, was das sein soll. Das sieht aus wie eine Unterhose mit einem Herz drauf. Das K-Pop Chia. Das ist eine Unterhose mit einem Herz drauf, oder? Da hält jemand eine Unterhose mit einem Herz hoch. Oder eine Fahne mit einem Herz drauf. Auf jeden Fall interessant. Danke, Metatron. Echt voll cool. Eine Runde Abos für alle. So.